So, liebe Leute, ich habe mir die Mühe gemacht, habe am Wochenende den Kanal verbessert. Kanal verbessert heißt, ich habe euch das leichter gemacht, verschiedene Videos zum gleichen Thema nochmal sofort zu kriegen. Das kann man natürlich über Playlists machen, aber hier schaut mal hier unten, hier links, immer links unten sind Hashtags, manchmal bis zu 3 Stück. In diesem Fall habe ich mal das Thema Mathe lernen aufgegriffen. Und Mathe ist ja ganz einfach, wissen wir ja. Und jetzt hier guckt Mathe lernen, da gehe ich jetzt mal, entweder ihr tippt es mit dem Finger an auf dem Handy, dann wartet dieses Video hier, oder ich mache das mit der rechten Maustaste, beim PC macht man es so. Und dann gucken wir mal, was uns YouTube hier raussucht. Also ein typisches Thema Mathe lernen ist die 1x1 Lernmethode. Das ist das Allerwichtigste. Wer das nicht kann, der hat es schwer. Aber dann fügt Google aber auch noch, YouTube auch noch Videos ein, die habe ich nicht so gekennzeichnet, aber da glaubt YouTube, dass das wichtig ist. Also deswegen, alles, was ich gekennzeichnet habe, ist auf jeden Fall mit drin, aber manchmal auch anderes. Hier von anderen Anbietern, damit die nicht zu kurz kommen. Zum Beispiel hat Lehrer Schmidt jetzt vor kurzem dieses 1x1-Lernen von mir auch übernommen. Finde ich auch richtig und wichtig. Der Kollege sagt sich, die Leute müssen das wissen, das gehört einfach dazu. Aber auch Videos hier sind mit dabei, die habe ich alle gekennzeichnet. Also wie übe ich das 1x1, das kann ich im Bett üben, das kann ich sonst wie machen, was weiß ich. Grundkenntnisse, PQ-Formeln mit Tricks, reziproke Funktionen. Nicht gerade Satz des Tales, das war wieder mal von YouTube, aber hier die Methoden, wie man ganz strukturiert und leicht mit solchen Matheaufgaben umgeht. Und selbst, ja, einfache Division und so weiter. Also Basics, ne? In diesem Fall. Bei anderen Themen ist es anders, da habe ich andere Videos dazu gefügt. Zum Beispiel auch das Skizzieren lernen, also wie kann ich in Zentralprojektion schicke Bilder machen oder was auch immer. Das gehört alles dazu. Ich hoffe, euch hilft. Probiert die Hashtags aus. Also, ich denke mal, die Arbeit müsste sich gelohnt haben. Ich wünsche euch was Schönes. Tschüss, macht's gut.